Nach dem doch eher bescheidenen Osterwetter wird es jetzt so richtig ungemütlich. Guten Morgen. Zwischen dem Hoch von den britischen Inseln bis nach Südskandinavien und dem tiefen Luftdruck im Südosten Europas kommt polare Kaltluft nun nach Mitteleuropa. Und das bedeutet viele Schauer bis hin zu Winterwetter bis ins Flachland. Vor allem in unserem Osten und Süden. Hier ziehen heute immer wieder Schauer in Form von Schnee und Graupel durch. Also wer hier schon Sommerreifen drauf hat, sollte das Auto lieber heute stehen lassen. Am freundlichsten wird es noch im Nordwesten. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen kühlen 4 Grad in München und 9 in Köln. Aber in Schneeschauern kann es dann auch im Flachland sich deutlich abkühlen, so auf Werte um die 0 Grad, und dann kann es glatt werden. Ja, morgen gibt es dann im Südosten nochmals Schnee bis in die Niederungen, vor allem im östlichen Bayern sowie im Stau der Erzgebirge und auch der Alpen. Ansonsten beruhigt sich das Wetter und am Donnerstag wird es dann von Westen her schon wieder langsam milder. Und freitags wird es außer ganz im Norden dann schon wieder ganz nett. Nur leider ändert sich das Wetter wieder zum Wochenende und bei längerem Aufklaren wird es nachts verbreitet frostig. Also lieber alle nicht frostfesten Pflanzen nochmal reinholen oder vor Frost schützen. Ich weiß nicht, Maira, vielleicht war es ein Anflug von, ich will mal sagen, jugendlicher Leichtsinnigkeit. Ja, ich habe vor 2 Wochen ja schon alles in den Boden gebracht, was man so bringen kann. Ganz genau, es wird noch kälter, aber ich merke, du bist ja ein richtig guter Gärtner. Ja, man will und dann vielleicht alles schützen. In den nächsten Tagen. Ehrlich? Insbesondere von Mittwoch bis Freitag. Ja, aber wir reden jetzt nicht über Schnee. Über so. Ja, nachdem sich in den vergangenen Wochen der Frühling schon so langsam vorgetastet hat, sind wir jetzt wieder winterlich unterwegs, beziehungsweise die winterlichen Farben auf unserer Europakarte auf dem Vormarsch. Und auch wir müssen uns zum Teil auf kräftige Schnee- und Graupelschauer einstellen, die von Osten immer wieder über unsere Nordhälfte ziehen und sich dann an den Nordrändern der Mittelgebirge stauen. Ja, und ähnlich sieht es dann auch im Süden aus, vor allem vom Erzgebirge bis zu den Alpen. Vorübergehend muss hier verbreitet mit Glätte gerechnet werden. Also wenn Sie schon die Sommerreifen hier drauf haben sollten, dann lieber vielleicht doch das Auto stehen lassen. Das dann bei kühlen 4 bis 9 Grad in den Schneeschauern kann es aber auch im Flachland dann mal so runtergehen auf Werte um die 0 Grad und dann wird es glatt. Ja, morgen gibt es dann im Südosten nochmal Schnee bis in die Niederungen, vor allem dann auch im östlichen Bayern und auch im Stau der Alpen und des Erzgebirges. Ansonsten beruhigt sich das Wetter. Am Donnerstag wird es von Westen her dann langsam milder. Der Freitag wird außer am Norden dann ganz nett, nur leider ändert sich das dann wieder zum Wochenende. Und bei längerem Aufklaren wird es nachts verbreitet frostig, also lieber alle frostempfindlichen Pflanzen schützen. Also über eins bin ich ja wirklich richtig froh, ich muss die Reifen nicht mehr wechseln, und weißt du warum? Ich habe gar keine Auto. Du fährst mit der Bahn. Natürlich, öffentlich.